Hallo zusammen. Schön, dass wir heute hier sein dürfen. Wir sind Joanna Federwitz und Jana König und wir haben uns letztes Jahr im November unseren eigenen Traum vom eigenen Studio erfüllt. Das nennen wir König und Federwitz und befindet sich im Viertel zwischen dem Silweil und dem Osterdeich. Ja. In unserem Studio bieten wir Fotografie und Styling an mit dem Fokus auf Hochzeiten. Außerdem haben wir für die verschiedensten Anlässe ein Rundum-Sorglos-Paket, zum Beispiel für Business-Porträts, für Shootings und für Events und das sogar deutschlandweit. Ja, hierbei war und ist es sehr wichtig, dass wir eine Wohlfühlatmosphäre für unsere Kunden schaffen, damit dies auf einer persönlichen Ebene stattfinden kann. Gerade das Thema Hochzeiten ist ein sehr emotionales und intimes Thema. Und da möchten wir nicht nur als Hochzeitsdienstleister für unsere Kunden da sein, sondern schon so eine Art Freunde. Ja, und wir nehmen uns sehr viel Zeit für unsere Kunden. Wir stellen uns individuell auf sie ein, damit wir das bestmöglichste Ergebnis herausholen. Und unsere Gäste können es sich auf unserem Sofa bequem machen im Studio und wir besprechen bei einem Kaffee oder einem Tee einfach die Ideen und die Vorstellungen, die sie haben. Und wir bieten unsere Dienstleistungen natürlich als Team an, aber auch jeder für sich eigenständig. Ja, zwischen dem Entschluss, dieses Studio überhaupt zu gründen und unserem Kennenlernen lagen keine 3 Tage. Also es war eigentlich überhaupt noch nicht sicher, aber ich hatte eine Vision und war der vollen Überzeugung, dass das auch klappen wird. Denn ich bin ein Mensch, der sich Ziele setzt und wirklich alles dafür tut, um sie auch zu erreichen. Denn Träume wahr werden zu lassen, bedeutet auch ein Risiko einzugehen. Und nach meiner Ausbildung habe ich mich gefragt, was stelle ich jetzt eigentlich mit meinem Leben an? Die große weite Welt wartet da draußen auf mich und dieser Schritt in die Selbstständigkeit war noch in weiter, weiter Ferne, weil ich immer in dem Glauben war, dass man erst jahrelange Berufserfahrung sammeln muss, um diesen Schritt zu gehen. Ich habe aber das Gefühl, dass es einfach nur ein gesellschaftliches Denken ist und ich wollte mich vom Gegenteil überzeugen lassen und bin diesen großen Schritt gegangen und bereue es keine Sekunde. Und ja, jeden Tag an seinen neuen Aufgaben zu wachsen und unterschiedliche Menschen kennenzulernen, in verschiedenen Städten zu arbeiten, ist einfach das Größte für mich. Und das Ungewisse, was vor mir liegt, dass ich nicht weiß, was nächsten Monat passiert, in welcher Stadt ich gerade arbeite, mit welchen Menschen ich zusammen bin, ist einfach super erfüllend und meine größte Leidenschaft. Ich wollte einfach mehr von meinem Leben und meiner Arbeit haben. Ich wollte Freiheit und das tun, worauf ich Lust habe und glücklich zu sein und davon leben zu können. Gerade in meinem jungen Alter habe ich doch eigentlich nichts zu verlieren. Und wenn ich mal hinfallen sollte, stehe ich einfach wieder auf, richte meine königliche Krone und mache weiter. Ja, ich bin einfach dankbar dafür, meine Leidenschaft leben und lieben zu können und bin auch sehr stolz darauf. Und ich freue mich auf die gemeinsame Zukunft und unsere gemeinsamen weiteren Projekte. Und als ich Jana kennengelernt habe, stand ich kurz vor meinem Abschluss zur Kommunikationsdesignerin. Und da dachte ich so, das wäre irgendwie der perfekte nächste Schritt, das Studio zu eröffnen, denn davor habe ich eine Ausbildung gemacht zur Hair- und Make-up-Artistin und habe mich dann mit 19 Jahren selbstständig gemacht und habe immer neben dem Studium in dem Job gearbeitet, habe Bräute gestylt, für Shootings und Werbefilme gearbeitet. Genau, und unsere Kunden haben einfach den Vorteil bei uns, dass wir flexibel sind. Sie können zu uns ins Studio kommen, aber wir sind auch mobil. Wir fahren zu ihnen, wir fahren zu der Wunschadresse zum Beispiel nach Hause oder ins Hotel. Und mir wurde schon sehr oft gesagt, dass ich eine beruhigende Art habe, was an so einem Tag vielleicht ganz angenehm ist. Dann kann man so das Styling davor nochmal ein bisschen genießen. Und bei meiner Arbeit lege ich sehr viel Wert darauf, dass sich die Menschen wohlfühlen, dass sie sich schön finden, aber auch vor allen Dingen, dass sie sich wiedererkennen. Denn ich habe viele Kundinnen, die sich vorher gar nicht geschminkt haben oder auch nur ganz leicht. Und dann soll sich jeder in seinem Körper wohlfühlen. Und ich verleihe ihnen einfach ein frisches Aussehen und das gilt natürlich auch für die Haare. Also es soll immer natürlich bleiben und dem jeweiligen Typen entsprechen.
Und wer so ein Styling nicht nur an einem Tag möchte, für den biete ich auch Workshops an. Also das heißt, dass man einfach an einem Nachmittag irgendwie zusammenkommt und dann gebe ich einfach ein paar Tipps und Tricks, wie das Ganze ein bisschen leichter funktioniert. Ja, ich bin froh, dass wir das zusammen gestartet haben. Wir zeigen euch nochmal ein kleines Image-Video. Das haben wir nochmal für euch ganz spontan letzte Woche gedreht. Und ich hoffe, das bringt unsere Arbeit so ein bisschen näher und vielleicht kriegt man dann so einen kleinen Einblick in unser Studio. So, jetzt könnt ihr euch noch die schönen Bilder anschauen, die nebenbei laufen. Genau, das Bild ist zum Beispiel auf einer Hochzeitsmesse entstanden. Dort gehen wir auch immer hin, um den aktuellsten Trends nachzugehen und neue Dienstleister in unserer Branche kennenzulernen. Jetzt startet das Video. Okay, viel Spaß. Ja, wir hoffen, dass wir euch nun einen kleinen Einblick in unsere Arbeit und Leidenschaft geben konnten. Und vielleicht sehen wir uns ja bald in unserem Studio. Oder wenn ihr noch Fragen habt, stehen wir gern bei uns am Stand zur Verfügung und freuen uns, euch kennenzulernen.